Hallo, Leute des Krieges. Freunde des Krieges, wollte ich ursprünglich sagen. Wir spielen eine Runde Planet Zeit. Ein Projekt von mir. Gesponsert von mir. Haha. Und wir haben auch einen Gast dabei. Das war Dötchen. Der spielt dann mit mir das Projekt. Aber jetzt kann er nicht, weil er jetzt gerade selber etwas hochlädt. Für 37 Minuten. Liberation. Unser Codewort. Ja, und ich lade nicht hoch, ich rendere gerade. Das ist egal, das interessiert die doch nicht. Doch! Also Leute, fangen wir mit dem Tutorial an, wo ich selbst eigentlich das Spiel nicht so recht beherrsche, aber ich kann euch schon mal einiges sagen. Wir sind hier im Warpgate. Warpgate. Da gucken wir mal kurz auf die Maps. Der Pfeil zeigt uns an, wo wir uns befinden. In diesem Gebiet. Das Warpgate kann man nicht angreifen als Gegner. Also wir sind hier sicher. Durch diesen Schild, den man hier sieht. Den man da vorne sieht. Da kann man nicht raus und nicht rein. Das ist ein Terminal für eine Galaxy. Truppenflugzeug. Truppenflugzeugfahrzeug gedöns. Ich weiß nicht, wie viel da reinpassen. Ich glaube 12 Leute, also passt ein ganzer Trupp rein. Dann haben wir hier die normale Flugzeugkonsole. Für die Scooter, die leichte Flugeinheit. Und den Liberator für 3-Mann Besatzung. Und ja, der ist ordentlich stark, aber auch nicht so gut wendig wie die Scooter. So gut wendig, auch gut durch. Und einmal den Panzer. Das Fahrzeugterminal nenne ich es jetzt einfach mal. Einmal den Flash, Quad auch genannt, ne? Flash einfach in Planet Zeit. Für, ja, wenn man irgendwo schnell von A nach B will. Ein Harrisser, Truppenfahrzeug für 3 Leute. So ein kleines Team halt. Ein Sandra, das ist ein echtes Truppenfahrzeug, da kann man auch sogar, wenn man es hat, what the hell? Was ist mein Skill? Moment, eine kleine Unterbrechung. Gut, da sind wir wieder nach einem kleinen Cut. Ich weiß nicht, wie man cuttet, aber ich werde es irgendwann hinbekommen. Wo waren wir stehen geblieben? Ah, Sandra, genau, jetzt. Das war periphere Plätze, komischerweise. Wo ist denn das hin, das Skill? Einen Moment, ich entschuldige mich. Was hier zuhört. Sandra. Ah, hier haben wir es. Also Zertifizierung, verbesserte Mobilstation. Für Sandra. Das ermöglicht, wenn man B drückt und ja in keinem Radius von einem anderen Spawn Sandra ist, dann kann man. Ja. Ich demonstriere euch das jetzt einfach. Okay. Sandra. Spawnen. Kostet übrigens 400 Ja, das ist der Sandra. Noch nicht so gut abgegradet, wie ich finde. Also kann man noch einiges machen, zum Beispiel die Waffen da oben, 2 Geschütze. Ihr Mongos. Ja, sorry, die Bemerkung musste gerade sein. Irgendwo gab es eine Rebellion. Ja, er spielt uns gerade Empire. Das passt nicht ganz so zu. Okay, ich drücke W und jetzt guckt ihr, was passiert. Oh, Einsatz. Ich finde, das sieht cool aus. Auf jeden Fall, da kann dann das Fahrzeug nicht weggecrasht werden. Das Fahrzeug so, ja, weggeschoben. Das sieht man ja auch, die ganzen Stützbalken können schon was durchhalten. Dafür natürlich kann ich mit denen rückwärts fahren, das ist logisch. So, steigt aus. Und hier ist so ein Punkt. Jetzt könnte ich mich zum Beispiel als Max-Einheit umrüsten. Das ist eine starke, ja, fast schon so ein Cyborg. Halb-Cyborg. Ist halt eben brutal stark gegen Infanterie, kostet allerdings 350 Ressourcenpunkte, Infanterie-Punkte. Mechanisierte Punkte haben wir gerade 400 verloren, wegen dem, dass wir den Thunder spawnen ließen, und Luft- und Raumfahrtpunkte gibt es für die Flugzeuge. Ja, hier kann man halt eben am Terminal zum Beispiel nachrüsten, dann ist die Munition wieder voll von einem. Ich habe übrigens auch noch C4 mehr geholt, da tut man, ja, soll ich das jetzt wirklich opfern für eine Aufnahme? Jetzt so, da kannst du C4 platzieren mit Rechtsklick, und dann, das ist ein Tod für einen Lightning, das ist eine leichte Panzereinheit, die kannst du damit one hitten. Drücken mal links, dann ist der Panzer weg, egal wie viel Leben der noch hat, glaube ich. Auf jeden Fall, das benutzen meistens die Leute mit leichter Angriffseinheit. Leichte Angriffseinheit, die hat ein Jetpack, das ist sehr effektiv, weil dann kann man das C4 einfach runterschmeißen auf den Panzer.
ja, Linksklick und weg ist er. Also Lightning halt. Aber meine, ich bevorzuge den Ingenieur. Ich finde, der hat viel mehr Potenzial. Nochmals, auch deswegen, weil er einfach, ja, viele Sachen mit sich rumschleppen kann. Er hat so ein Reparaturgedöns, damit kann man Fahrzeuge reparieren, wenn sie zerstört sind. Oder, also, beschädigt sind, weil wenn sie zerstört sind, dann kann ich niemand mehr helfen. C4. Normalerweise hat er ein Munitionspaket, das zeige ich euch auch noch. Alter, das dauert, das habe ich auf dem. So, und wenn jetzt da ein verbündeter Soldat ist, guckt mal unten rechts auf meine Missionsanzeige. Ich renne drüber. Zack, wieder 150 in Nachladematerziehen. Da bekommt man dann, glaube ich, 15 XP dafür. Und 250 XP ist ein Zert. Und für Zerts kannst du dir dann so Sachen freischalten. Ja gut, aber ich benutze eher diese mit dem C4. Warte, muss er gleich C4 nachkaufen. Ja, man kann auch, man muss die Sachen leider nachkaufen. Das ist oft sehr kostspielig, vor allem bei den Granaten, die benutze ich oft, weil ich ja auch von COD her meine Granaten als erstes wegschmeiße und dann anfangen zu schießen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Naja, okay. Den Mana-Geschützturm. Er ist effektiv gegen Infanterie, vor allem wenn man weiß, woher die Infanterie kommt und wenn man weiß, dass keine Scharfschützen in der Nähe sind. Denn hier vorne ist ein Schießkasten, man kann den Turm nicht mal mit Raketen auseinandernehmen von vorne. Nur entweder von der linken Flanke, von der rechten Flanke, ja, oder einfach das andere vorne. Ich benutze nicht den Ausdruck von hinten, weil das klingt ja schon wieder nicht schön. Ne, Dad, wir wissen's, ja. Auf jeden Fall, wenn du schießt, sieht man, ist kein Schild. Hier kann man den Mann nicht auf Verbündete schießen. Ja. Hier nicht, weil hier ist Schild. Das ist sehr cool, die Infanterie, weil die hat oft nicht die Zeit, so präzise zu schießen. Und da kann man die halt eben alle wegnehmen. Das ist hier keine Missionsanzeige, sondern eine Überhitzungsanzeige. Das heißt, man kann so oft ballern, wie man will, nur halt eben nicht so oft auf einmal. Also zu überhitzt und da muss man warten. Das ist übrigens dasselbe wie mit dieser Reparaturpistole, die hat unten auch eine Überhitzungsanzeige. Über dem Schild, also über die Lebensanzeige und über dem Schild. Und wenn das überhitzt, dann musst du warten, bis es wieder abgekühlt ist. Kennt man ja meistens. Gut, das war der Ingenieur. Oh nee, warte. Ah ja, genau. Und noch was muss man erwähnen beim Ingenieur, der hat keine Sonderfertigkeit. Die haben alle anderen, nur er nicht. Voller Rüstungsrat, befördert er mehr Plätze. Mehr Plätze. So. Scharfschütze, von mir nicht gespielte Klasse, weil ich einfach nicht schießen kann mit dem Sniper-Gewehr. Zumal, weil es auch nicht One-Hit töten kann, selbst nicht mit dem direkten Kopfschuss. Das heißt, es ermöglicht den Gegner sozusagen schnell davon zu laufen. So, sekundäre Pistole, gleich bei der Klasse gleich. Dann, eine Spezialität des Spions. Nehmen mal an, wir positionieren uns hier als Sniper, um die Stellung zu verteidigen. Natürlich hier nicht, also im Warpgate, da kommt auch kein Gegner durch, aber es wäre irgendwo ausposten. Positioniert sich hier und möchte nicht, dass hinter einem plötzlich eine Einheit auftritt. Das heißt, man schießt den Fall hin und jetzt guckt man auf die Minimap. Ich weiß nicht, ob man es ganz genau sehen kann. Auf jeden Fall so ein, ja, ich weiß nicht, 10 Meter Radius wird jetzt gescannt und wenn da ein Gegner auftaucht, dann zeigt es die Minimap an. Das heißt, man kann immer so einen Blick auf die Minimap werfen, wenn man sehen möchte, ob jemand da ist. Medipack habe ich mir gekauft, also ist nicht gleich Waffen, das habe ich mir für jede Klasse gekauft. Für jede Kasse? Ja, für jede Kasse. Und noch eine Spezialfähigkeit, die ich für den Spion ehrlich gesagt, ja, passend finde, aber auch irgendwie ein bisschen nervig, wenn du als Ingenieur rumläufst. Kannst du nicht mitmachen. Der Nachteil dagegen ist, du bist nicht total unsichtbar. Also so wie du jetzt die Waffe siehst, man sieht, die ist nicht ganz unsichtbar. Also man erkennt schon einen Spion, wenn man wirklich dorthin guckt, wo er sich gerade unsichtbar ist. Ja, das ist ja schön. Die Fertigkeit ist übrigens auch. Was? Ich habe eine Frage. Ja. Du hast ja dieses Stimpack da gekauft. Ja. Genau. Wie viel hast du davon? Wie viel ich davon habe? 12 Stück. Und musst du dir die für Certs nachkaufen oder auch für Infanteriepunkte? Nur für Infanteriepunkte, das wird total verschwenderisch, wenn man da jetzt... Das ist voll geil, weil ich kenne so manche Spiele, da musst du so... Ja, da gibt's sowas gar nicht, da musst du für alles
was es zum Kaufen gibt. Entweder echtes oder Spielgeld ausgeben. Ja. Zum Beispiel kosten die Granaten gar nichts, wenn du Multiplayer spielst. Auch nicht, wenn du Singleplayer spielst. Naja. Okay, soweit. Ja genau, der Nachteil von dem Sniper auch noch ist, wenn du unsichtbar bist, man kann dich auf lange Distanz niemals erkennen. Also da stimmt was mit den Leuten nicht, die dich da erkennen. Wenn dir zum Beispiel da hinten, da wo Verteidigen steht, da hinten jemand sitzt, der kann dich hier unmöglich erkennen. Das ist einfach impossible. Also wirklich nur, wenn jemand hier, ich weiß nicht, steht, so unsichtbar. Ja, Nachteil ist natürlich auch, es gibt einen Cooldown, also Zeit. Und wieso schießt du meinen Sandra an? Ja, sorry, Sascha. Weißt du das nicht? Was bist du von mir, du dreckiger Spion, hä? Was ist so ein Typ, der schießt meinen Sandra an? Was bist du von mir, ey? Was ist das eigentlich? Was ist das für Pieter Scheiß? Okay, Sascha, du musst mir jetzt verraten, wie mache ich noch mal einen, wie rekrutiere ich noch mal einen General? Was? Was hat der eigentlich für eine Waffe, der Typ? Aber was, wie rekrutiere ich einen General? Was laberst du? Du musst mir erzählen, wie man einen General rekrutiert. Planet-Zeit, oder? Ja, im Planet-Zeit, genau, weil ich das ja auch gerade spiele. So, ich weiß noch nie. Nehm jetzt auf, weil es so stürmig. Okay, sei nicht so empfindlich. Wundern, wenn ich, ich bin voll empfindlich, der Weg, aber ich hier bei jemand beim Aufstieg gestört. Also du darfst schon was reden, aber noch nicht so was Sinnloses. Wieso? Du musst mir erzählen, wie das geht. Fragen sind erlaubt, Edge. Aber nur die, die jetzt gerade Planetseite treffen. Also, wo wir stehen geblieben, genau, Spion, das ist auch durch. Ich mach das jetzt hier nicht nach der Reihenfolge direkt, sondern nimm einfach einen raus. Leicht Angriffseinheit, bei Ingenieur habe ich davor genommen. Deswegen. Ja, Visier ist eigentlich nicht Standard. Standardvisier ist, oh man, hier habe ich auch, ja genau. So, so sieht das Standardvisier aus. Nur ich habe es mir dann halt eben. Ja, das ist. Oh, die Preußen wollen Krieg. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich habe aber einen Kriegsgrund. HSNV. Der geht dich auch was an, Sascha. Mein Gott, Deutsch, ich bitte dich. Kriegsgrund geht dich auch. Ich hab nichts von Liberation erwähnt, ja? Lass dich reden. Doch. Zu Boden. Naja, okay. Leichte Angriffseinheit, genau habe ich euch gezeigt mit dem Jetpack. Das Doofe ist, wenn ihr so seid wie ich und nicht abschätzen könnt, unten rechts ist ja der Balken mit dieser Fertigkeit, füllt sich schnell auf. Wenn ihr so ganz weit nach oben, wir sind jetzt im Warpgate, da kann man nicht sterben, dann bekommt ihr Schaden, wenn ihr. Ja, einfach, du bekommst zwei Schaden, wenn du zu hoch runterfällt und kein Jetpack. Das war auch die einzige Fertigkeit von diesem leichten Angriffseinheit. Die hat Primärwaffe, Sekundärwaffe und Medipack. Das ist für alle Klasse. Auf der Hauptstadt schon erwähnt. Sanitäter? Sanitäter! Der hat ein Sturmgewehr, oder? Ja, Sturmgewehr. Tatsache. Sonst hat eigentlich jeder einen Karabiner. Nee, warte. Ja, der hat einen LMG, das ist gut. Ja. Sanitäter, auch eine coole Klasse, spielt aber auch nicht so oft. Mag eher der Dutch, oder? Sanitäter. Die wird zusammen spielen, ich bin Ingenieur, ich repariere sein Auto, sein Mac Rider. Und ja. Er repariert Gedöns. Ich repariere Menschen. Ja. Zum Beispiel, wenn man F drückt, kann man sich selbst und das Umfeld heilen, aber bekommt kein XP dafür. Doch. Nein, wenn man F drückt doch nicht, oder? Bei, wenn die Leute in deinem Platoon sind, schon. Ja, kann sein. Aber auf jeden Fall man bekommt XP, egal ob sie im Platoon sind, weil man sie so direkt heilt. Der ist jetzt allerdings geheilt, weil so den Schaden halt geht nicht. Egal, wen ich jetzt hier anschieße, ist ausgeschaltet. Außerdem, außer draußen, genau, da ist es nicht ausgeschaltet. Da kann man mal töten. Gut, ich bin jetzt übrigens... Nicht wundern, ja, und nicht beschweren, dass ich jetzt von Fahrzeugen hier auf Infanterie gewechselt habe, ohne dass ich richtig mit den Fahrzeugen durch bin. Aber ich bin einfach im Sandra und jetzt stelle ich die Klassen vor, weil die im Sandra ja auch was zu tun haben, weil man sie ja hier auch umrüsten kann, nicht auf der Grund. Ja gut, das war's zum Sanitäter, ne? Upgrade sieht man hier, Anzug, 10% mehr Waffenprojektile kann er abfangen. Ich bereue es eigentlich, dass ich beim Ingenieur
erweitertes Schutzschild abgegradet habe. Ich habe nämlich zuerst gedacht, weil ich es mir kaum durchlese, diese Sachen, weil ich denke, erweitertes Schutzschild, oh, das heißt, ich kann mehr Schaden abfangen durch mein Schutzschild. Nein, das heißt es nicht, komischerweise, sondern der Cooldown, also bis sich das Schutzschild wieder auflädt, wird kleiner. Und dafür habe ich jetzt, keine Ahnung, 250 Zerts, glaube ich, ausgegeben insgesamt. Für den Scheiß. Zum Glück wird, ich glaube, ja, wenn man lange nicht spielt, was ich glaube ich nicht machen werde, aber dann werden die Ausrüstungsgegenstände nach und nach entfernt, habe ich so einen Eindruck, ja. Wo ich zum Beispiel neues Konglomerat gespielt habe, habe ich lange nicht mehr gespielt. Dann habe ich es wieder angefangen zu spielen mit dem neuen Konglomerat. Das ist übrigens eine von den drei Fraktionen. Wir sind die Warnung, Terraner sind die Bösen und die, das neue Konglomerat sind die Bösen, das sind die Blauen. Die Konglomerater und das sind die Terraner. Wir spielen Warnung. Natürlich spielen die anderen Terraner und neues Konglomerat unterschiedlich. Hier sieht man übrigens, wie die Server ist, wie der Kontinent oder Serverbevölkerung ist. Also wir sind eine Unterzahl 25%, dafür bekommen wir plus 23% XP. Terraner nur plus 1%, weil sie zweit, weil sie kaum eine Unterzahl sind, und neues Konglomerat bekommt keinen Bonus. Nee, warte, ist plus Ressourcen. Kein Bonus, weil es natürlich überlegen ist. Das wäre auch dann irgendwie voll okay, wenn ich hier. Ja. Wir haben auch darüber diskutiert, glaube ich, der Trader, dass die Leute im Chat auch schreiben, dass das neues Konglomerat, also NC, ziemlich überzahlt ist, weil es einfach so viele Leute spielen, weil die denken, oh, die haben so coole Helden. Jo. Ich persönlich finde die auch eigentlich auch cool. Nur die Terraner kann ich irgendwie nicht verstehen, warum die Leute spielen. Die sehen irgendwie scheiße aus. Aber man geht ja nicht nur von der Aussehen her. Ich weiß schon. Gut, schwere Angriffseinheit. Sturmgewehr. Halt mächtig viel aus. 50 ja, Plasmakugeln im Magazin. 200 in der Reserve. Pistol. Raketenwerfer. Und Medikit. Natürlich. Der Vorteil von schwerer Angriffseinheit. F drücken. Schild. Ich habe das Schild so abgegradet, dass es nur nicht, es nicht den Bruchteil vom Schaden abfängt, sondern den ganzen Schaden. Ich bin mal kurz weg. Dafür sind wir. Das ist hier bei den Fähigkeiten, da kommen verschiedene, verschiedene Ausrüsten. So. Ja, das war's im Wesentlichen auch bei der schweren Angriffseinheit. Die Max-Einheit kann ich jetzt nicht ausrüsten für euch, aber. Ja gut, wäre eigentlich schon cool, ne? Hat zu spät, hab alles für die Granaten uns ausgegeben. Tut mir leid, Leute. Vielleicht im nächsten Part. Ich verabschiede mich jetzt. Nächsten Part gibt's Gedönse. Und Flugzeuge. Haut rein, Leute.